Hallo, herzlich willkommen auf VX-Beziehung. Ich bin Basti, das ist Super Girls and Ghosts, jetzt im Hard Mode, denn wir haben den Endboss ja besiegt. Und ja, lass einfach durchstarten. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie ich mit diesem Level beim ersten Mal klarkam. Es wird jetzt nicht einfacher sein. Höchstwahrscheinlich so. Lass einfach mal machen. Ich kann mich noch an diese eine Stelle erinnern, direkt nach der Schaukel, wo dann unten diese Truhe war mit dem Geist drin und direkt da drüber ist dann eine Axt. Ich habe das Gefühl, dass mir diese Stelle heute wieder zu schaffen machen wird, wenn es nicht schon diese hier ist. Diese meinte nämlich... Oh. Okay, die Geister kommen jetzt wohl hier mehr als im vorherigen Run, Let's Play, was auch immer. Nehme ich nicht mit. Grüne Rüstung für mich, dankeschön. Hallo, 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 hallo. Weiter, 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 weiter. Weg, 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 weg. Kein Scheiß, mach ich nicht. Hab dich genau gesehen, du Assi. Hahaha. Ach, aber ich sehe trotzdem erst mal wieder die. Das ist ja ganz hervorragend. Ach ja, schön. So, diese Stelle meine ich jetzt. Ich glaube, ich werde grandios verkacken, ey. Da hab ich mal was probiert, aber auch das schlägt fehl. Ach Mann, ey. Diese Stelle ist auch einfach kacke. Okay, ich werde es jetzt mal normal machen, damit ihr seht, was ich meine. Schon. Geht doch. Ich hätte da gerade mir. Hätte ich da gerade die Sichel liegen oder die Axt? Ich weiß nicht, genug in diesem Scheiß inzwischen, weil alles einfach. Alles beide einfach nicht gut ist, so. Die Sichel ist ja noch okay, aber die Axt ist. Ja, ihr wisst, was ich von der halte. Außer in größten Ausnahmesituationen nicht zu gebrauchen, Alter. Ju, ich hab die. Goldene Rüstung. Ganz stark. Hoch, 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 hoch. Haha, zweiter Versuch. Aber das heißt ja noch gar nichts. Ich kann jetzt ja auch einfach grandios hier sterben. Hallo, tschüss. Und runter mit uns. Puh. Mann, oh Mann, das ist ja schon fast so schlimm wie die von der Leere verzerrten Ollums. Nicht wahr, Maxi? So, hier sind wir wieder. Diesmal mit grauer Rüstung. Na
Okay. Tschüss. Diesen Part hier fand ich, glaube ich, gar nicht zu schwer. Ja, habe ich letztes Mal, glaube ich, auch One Try geschafft, oder? Kann das sein? Okay, komm. Ja! So, Attacke. Komm schon, ja. Attacke. Na, Freifig Muschi. Dieser. Ich habe mal gerade Eminem zitiert, als er bei Stefan Raab war. Und werde direkt dafür bestraft. Jetzt habe ich meine grüne Dings nicht mehr. Ganz stark. Danke, Spiel. Was das Spiel ja gegen Freifig Muschi hat. Das ist auch kein Mensch, oder? Hallo? Kommst jetzt hoch? Danke, stirb. Ah, ich dachte, ich sterbe jetzt. Okay. Hallo? Stirb. Krieg ich jetzt noch wenigstens eine Rüstung? Nein. Not today. Was sollen diese Gegner machen? Weißt du, die haben da hinten immer schon so eine kleine Ankündigung. Du weißt so, oho, jetzt kommt er gleich. Und dann kommen sie und dann sind sie nicht mal krass. Ich finde diese Fische teilweise gefährlicher als den da hinten, ey. Genau, ich rede von dir. Das sind aber auch schon krasse Fische, ne? So, die außerhalb des Wassers steigen können, so. Prinzipiell. Was ist hier gerade passiert? Alter, kein Scheiß, ich habe nichts einmal gedrückt. Ich weiß nicht, was gerade geschehen ist. Gut, störe mich jetzt herzlich wenig, weil es eigentlich ein ziemlich leichter Abschnitt ist, aber ich muss es trotzdem wieder von vorne starten, ey. Eine Scheiße. Wird das Let's Play wieder unnötig in der Länge gezogen? Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und den ganzen Tag nur Amor. Das ist wunderbar, Senior. Bastian, was singst du für Lieder? Ich hab dieses Lied das letzte Mal in der Grundschule. Nee, 5. Klasse habe ich das gesungen. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt drauf komme. Das ist halt natürlich ein ganz berühmtes Volkslied, deutsches, ne? Wer das nicht kennt, ist quasi ein Assi. Aber das ist in Ordnung. Man kann ja alles noch nachholen. Wenn man es dann kennt, dann ist man ja kein Assi mehr. Ich habe ja gesagt, wenn man es nicht kennt, ist man Assi. So. Liebe Leute. Ich will jetzt mal dieses Dings hier schaffen. Level. Und ich finde es blöd, dass das hier so ein selbstbewegendes Level ist. Ich meine, ne, so, um ein bisschen Dynamik ins Spiel zu bringen, das ist natürlich ganz geil, dass man nicht nur selber alles irgendwie so verschieben kann mit seinen Bewegungen, aber es ist jetzt auch irgendwie schon ziemlich Zeitraum, ne? Komm schon. Hallo. Stirb. Spring, Doppelsprung. Komm, jetzt mach hin, Alter.
Das finde ich halt auch einfach nicht krass. Ich weiß nicht mal, kein Scheiß. Ich weiß nicht mal, was der für eine Attacke hat. Oh, da links oben ist gerade meine Postleitzahl. Ich weiß nicht, was das für eine Attacke hat, weil ich den damals schon so billig fand, ey. Kein Scheiß, ich... Ach man, ey. Das mit der Postleitzahl konnte ich gerade wirklich sagen, weil ich ziehe bald eine Woche aus. Also das ist für all die Leute, die mich stalken wollen. Sorry, Leute. Ihr habt jetzt keine Zeit mehr dafür, weil... Wobei, zu dem Zeitpunkt, wo ich das schon hochgeladen haben werde, werde ich wahrscheinlich schon hier ausgezogen sein. Also es ist... Sorry, Leute, es ist echt... Diese Info hat euch gerade nichts gemacht, aber ich konnte es mal trotzdem sagen. Ha! Kommt jetzt der Endboss? Könnte hinkommen, ne? Ich könnte mal versuchen, den mit dem Drachen zu treffen. Ja, da ist er. Hallo, Motherfucker. Ich versuche jetzt mal. Attacke. Ja, geht aber nicht. Okay. Alles klar, also. Klassischer Weg. Wow, okay, der ist stärker als das letzte Mal. Ach, toll. Okay. Ach, da habe ich da aber jetzt ganz schön gut getroffen gerade. Huiuiuiuiui. Alter. Ach, Kacke, ey. Aber ich starte jetzt nicht wieder bei dem Boss, ne? Oh, muss ich jetzt den ganzen Arsch jetzt nochmal machen, Alter. Es tut mir leid, Leute. Machst du nix, ne? Guckst du einfach nur dumm, ey. Ich weiß auch langsam nicht, was ich sagen soll. Ich bin ja eigentlich voll der geile Storyteller, so. Aber wenn man halt die ganze Zeit nur das Gleiche machen muss, irgendwann ist es vorbei mit den Storys, ne? Ach, Alter. Es ist halt kein Scheiß. Manchmal fragt man sich auch nur, ey, no. Oh, no. Weißt du, wenn diese Scheiße halt einfach auch mal zu spät erscheint, ne? Dann ist es halt auch einfach Kacke. Wenn du nicht mehr die Chance hattest, das zu kriegen, Alter. Wahrscheinlich bin ich auch einfach nur nicht wieder früh genug da irgendwie lang geschwommen oder so. Keine Ahnung, ich habe ja keinen besseren Schimmer. Aber... Motherfucking ha. So. Stirb, Motherfucker. Und gib mir meine gescheite Rüstung, ey. Ich meine, gut, im Endeffekt ist es ja egal, was ich für eine Rüstung habe, solange ich eine habe. Jetzt gerade habe ich keine, stark. Aber. Weißt du, wenn dieser Freak da oben da mal aufhören würde zu schießen, könnte ich halt auch darüber springen, so. Dreht er sich jetzt um, tatsächlich? Okay. Bastian, jetzt hättest du mal gerade erfahren können, was der grüne Ficker da für einen Attack hat. Ja, das stimmt. That's what I could have done. Ach, verpiss dich doch, ja, ran stark. Ah, jetzt sehe ich mal vielleicht. Nee, sehe ich nicht, der ist immer noch zu dumm. So. Okay, es geht weiter. Ach, jetzt geht's ohne Rüstung zum Endboss. Leute, ihr wisst, wie es ausgeht.
Ich hab mein Wurfmesser hier, Alter. Hallo? Boah, der war beim letzten Mal so easy, ne? Wie hätte ich das jetzt ausreichen sollen? Ey, kein Scheiß, es tut mir so leid. Jedes Mal geht irgendwie Zeit drauf, weil ich diesen Quatsch hier machen muss, ne? Vielleicht speed ich das auch ab im Let's Play dann. Also im Video selbst, meine ich. Das nehme ich jetzt, glaube ich. Weil, wenn ich da mit guten Shots ankommen sollte, also mit den Homing-Shots, dann ist das später ganz schön nützlich. Aber nicht, wenn ich so eine Scheiße mache. Komm, komm, komm. Ja, perfekt. Na, frei fick, Mushi, won't you sleep with me? Boah, ich habe total einen Ohr von diesem Eminem-Auftritt, ne? Schlimm, Alter. Attacke! Okay, 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 okay. Attacke, Attacke. Nee, Alter, ich muss jetzt voll standmäßig drüber springen, weil ich diesen Scheiß nicht haben will. Das wird jetzt witzig, Leute. Aufgepasst. Attacke! Oh, ja. Das war, glaube ich, das sah unspektakulärer aus, als ich es gefühlt habe. Das war echt nicht easy in meiner Wahrnehmung. Nicht da reinspringen, bitte. Danke. Okay, Leute. Es ist geschafft. Wir haben die goldene Rüstung. Wir haben zwar immer noch nicht dieses Superteil, ne? Also die Fee. Aber ich glaube, bei dem Endboss ist das gerade auch gar nicht so sinnvoll, bei diesem Endboss. Boah, ey, wir dürfen das nicht vergessen, ne, dass wir hinterher das aufsammeln müssen, weil wenn wir zum siebten Boss kommen und dann das Teil nicht haben, dann dürfen wir das nochmal machen, ja, alles. Das wäre gar nicht mal so witzig, ey. Gibt's hier noch was für mich sonst? Nein. Und hier? Nein. Nein. Okay, wir können jetzt eigentlich prinzipiell die ganze Zeit schießen, weil... Uiuiuiui, habt ihr das gerade gesehen? Der hat mein Schild zerdeppert. Ich hab nicht mal gesehen, dass er mich getroffen hat, aber er hat trotzdem getan. Wir haben es geschafft, Leute. Wie hat's euch gefallen?
Schreibt alles in die Kommentare, ich kann alles gebrauchen. Und guckt euch den Crit der anderen an. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, Basti spielt's auf dem Hardcore-Mode. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.